Hallo Leute, bevor das Video jetzt beginnt, möchte ich noch kurz was zu der Thematik vom Dienstag sagen, also unsere Firmenvergrößerung. Was ich in dem Video nicht erwähnt habe, ist, dass wir natürlich weiterhin Young, Oldtimer und klassische Autos natürlich in allen Bereichen machen. Also nicht nur den Fünfzylinder, sondern auch andere Autos. Weil ihr habt mich natürlich jetzt brutal motiviert, indem ihr gesagt habt, hey, mach das, Fünfzylinder und. Aber es kamen auch viele Fragen, auch andere Autos. Natürlich. Wir sind dabei, Hebebühnen zu bestellen. Ich bin mit dem Andi am Sprechen, am Verhandeln. Also, es geht weiter. So, kurz erzählt, jetzt geht's weiter im Video. Viel Spaß. Action. Micha sagt, ich soll das Video mit Action starten. Hallo Leute, jetzt haben wir Action gehabt. Heute machen wir was. Habt ihr schon ein paar Mal unter Kommentaren geschrieben? Den Himmel von meinem Audi S2. Wir hatten ja die Tage das 15er-Treffen, da möchte ich kurz drauf eingehen. Das war meiner Meinung nach das geilste 15er-Treffen. Das war jetzt das vierte und meiner Meinung nach das wirklich beste. Ist super angekommen, Wetter war super und jetzt fragt ihr, Marco, wo ist das Video? Micha, wo ist das Video? Wir haben keins gemacht. Warum haben wir keins gemacht? Ganz einfach. Ich wollte mal Zeit haben, selbst über dieses 15er-Treffen zu gehen, mit euch zu reden, mit Tipps zu holen. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, hey Marco, guck mal, ich habe das und das so gelöst. Oder hast du einen Tipp für mich? Ich konnte mir Autos angucken. Ich konnte selbst mich einfach frei bewegen und mal unterhalten. Jetzt wieder zurück zum Thema. Mein S2 kennt ihr. Jetzt steht er auf den richtigen Felgen. Jetzt hat der Autohändler mal in die Tasche gepackt. Die ist nämlich jetzt leer, weil dreiteilige BBS RS in 17 Zoll, könnt ihr euch denken, das war teuer, sieht meiner Meinung nach aber auch geil aus. Hab zwei, drei Kommentare gelesen über Insta, die gesagt haben, jetzt wirkt das Auto älter. Geil. Und das Ding wird bald 30 Jahre alt, das ist ein 91er, der darf alt aussehen. Jetzt stehen die beiden S2s halt hier in der Halle und stehen wieder zur Ausstellung. Also wir haben hier so ein, guck dich mal gerade um, wir haben hier quasi unser eigenes kleines 15er-Treffen, ne? Ein 15er, zwei, drei, 4, 5. Hier, das okay. Ist auch noch einer. 5 Zylinder. Eieiei. Merkt ihr was? Und da hinten stehen auch noch welche. Also, darum geht es hier aber gar nicht. Obwohl ich es immer wieder geil finde. Ich habe in der Zwischenzeit schon einen zweiten Himmel besorgt, habe den beziehen lassen, hätte euch das gerne per Video gezeigt. Problem ist, der Mann will sich natürlich nicht so über die Schulter gucken lassen oder auch gar nicht die Möglichkeiten, wenn du irgendwo in einem Sattlerbetrieb arbeitest, um zu sagen, hey Marco, stell dich mal 3 Stunden daneben, wir gucken mal, was wir machen. Also, der Himmel ist fertig. Aber was ich euch zeigen kann, wenn wir den Himmel raus haben, zeige ich euch das, was er mir erklärt hat, erkläre ich euch auch und zeige euch den Unterschied, neuen Himmel, alten Himmel. Und dazu müssen wir das Auto aber erst aus der Halle fahren und in unsere Werkstatt. Und das machen wir jetzt. So, da ist auch unser S2 Coupé. Was die Jungs jetzt machen werden, ist ganz einfach. Die werden jetzt den Himmel ausbauen. Dieser Himmelausbau ist jetzt nicht gerade so spannend, aber weil es vielleicht doch spannend ist für euch, haben wir beschlossen, machen wir eine Kamera rein und machen so eine kleine Zeitrafferaufnahme, wenn der Himmel raus ist. Und anschließend legen wir mal beide Himmel und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die da sind. War ja einfach. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, dieser Himmel ausbauen war nicht mal eben. Jetzt haben wir hier unseren Himmel liegen. Jetzt gehen wir mal auf den Boden. Da sieht das gar nicht mehr so wild aus. Wie ihr seht, sind hier überall kleine Nädelchen drin. Wir gehen gleich mal zu Michas Auto. Der Micha blendet mal nochmal seinem sportlichen Himmel ein. Micha, hast du Schiebedach bei deinem Auto? Nee. Okay, dann weißt du jetzt, welche Arbeit das ist. Bei einer Limousine auszubauen wird noch schwieriger, weil den Himmel, habt ihr gesehen, konnten wir jetzt nach hinten durch die Heckklappe rausnehmen. Bei einer Limousine können wir die Heckscheibe oder Frontscheibe ja nicht öffnen. Somit müssen wir durch die Seitentür raus. Und das ist halt alles mit ein bisschen mehr Chaos verbunden. Was passiert eigentlich? Ich versuche euch das mal zu zeigen, weil hier seht ihr das. Es ist wirklich eine widerliche Arbeit. Im Prinzip wurde mir gesagt, löst sich der Kleber zwischen dem Facettenhimmel, zwischen dem, ich weiß gar nicht, was genau für Material ist. Irgendein Filz, oh guck mal, hier gucken die Nadel durch, irgendein Filz oder Kunststoff, aber ihr seht, das klebt wie der Teufel. Dieser Kleber
wird knubbelig oder das ist, glaube ich, das Schaumstoffmaterial. Jeder von euch, der das schon mal gemacht hat oder dieses Zeug in der Hand hält, weiß genau, was das für eine klebrige Brühe ist. Ich stelle jetzt mal den Himmel neben unseren neu bezogenen. Jetzt seht ihr schon mal einen kleinen Unterschied. Das Originalbezugstoff, das ist der neue Bezugstoff. Der ist von der Musterung und, Micha, wenn du mal näher kommst, etwas anders. Man hätte jetzt natürlich auch genau sagen können, ich will genau den Stoff. Mir persönlich ist das egal, weil ich finde diese Musterung hier eigentlich genauso gut. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich den Himmel nämlich auf schwarz umrüsten. Weil ich persönlich finde, einen hellen Himmel genauso wie helle Verkleidungsteile. Dieses Teil ist zum Beispiel jetzt die A-Säulen-Verkleidung. Die ist jetzt schmutzig. Und wenn ihr die hier gegenhaltet, finde ich, ist der Kontrast hier doch viel schöner. Wenn wir das jetzt noch sauber machen, wird das noch ein Ticken heller. Zum Beispiel, wenn das ein Raucherauto war, bei 320.000 Kilometer, die der jetzt mittlerweile gelaufen hat, oder 315. 326.100. Schon eine stolze Leistung für ein Audi Coupé. Wird mit Sicherheit da irgendwelcher Schmutz, Dreck oder sonstiges dran sein, was wir uns jetzt gleich mal anschauen werden. Wieder sauber wird. Und dann seht ihr den Kontrast. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich diese Verkleidungsteile alle in schwarz machen. Genauso wie den Himmel in dunkel folieren. So wie so ein Audi S-Line, neueres Modell, wird so ein Auto viel düsterer und meiner Meinung nach viel sportlicher wirken. Weil, wie ihr seht, schwarze Lederausstattung haben wir. Aber die Verkleidungsteile, die jetzt da nach oben weggehen, seht ihr, sind ja auch alle hell. Was ich euch noch mal eben zeigen kann, was mich am meisten gewundert hat. Was heißt gewundert, hat es mich nicht. Die Jungs haben alle gemeckert. Ihr seht hier diese große Fläche von innen. Der Himmel war festgeklebt. Jetzt fragt ihr euch, warum klebt der Himmel fest? Oder der Ralf hat mich auch gefragt, warum kleben die den Himmel fest? Ich wollte mal gucken, ob der Himmel auch festgeklebt war. War also auch mal festgeklebt. Kann ich euch jetzt zeigen. Kommen wir zum Auto. Jetzt ist ja der Himmel frei. Wir haben hier ein seltenes Modell. Was heißt selten? Ein ohne Schiebedach. Und wenn jetzt regnen würde, hör mal. Es hört sich an wie ein altes Blechdach. Also wenn jetzt da oben drauf pinkelst oder wenn es regnet, dann klingt das schon hell. Und wenn wir jetzt von innen natürlich, wir machen jetzt mal einfach den Himmel, da wird dieses helle, blechernde Geräusch weg. Früher hat man Thermanten genommen. Das Problem ist, da haben die Jungs sich gefragt, warum hat man da keine Verstrebungen jetzt reingemacht? Wenn man jetzt eine Verstrebung in dem Dach reinmachen würde, würde ja diese lange Fläche des Daches natürlich auch nicht mehr so klingen, weil es nicht mehr so schwingt. Aber ich denke, das war aus Gewichtsgründen, weil eine Strebe ist Gewicht und so ein Kleber am Himmel ist natürlich nicht viel Gewicht. Ich glaube, dass sie das Gewicht damit reduzieren wollten. Jetzt bauen die das Ganze wieder ein, gucken, was wir hier jetzt machen, ob wir... Boah. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die Jungs haben erstmal noch mal was zu tun, das Ganze hier abzuknibbeln. Zum Glück muss ich das nicht machen. Das war ja richtig einfach. Was war das denn? Ey, weißt du, was ich auch noch machen muss? Guck mal, was ich hier aus dem Golf 3 VR6 gemopst habe. Habe ich ja gesagt, das ist ein Becker Navi-Radio. Aus guter alter Zeit. Was heißt aus alter Zeit? So alt ist das doch gar nicht. Und ich finde, das passt vom Style her perfekt in dem S2. So, los, wir gehen wieder in die Werkstatt. Jetzt hast du wieder einen kleinen Schnitt für dich. Ich hasse es, wenn du an dem Ding da rumdrehst. Ihr habt euch gerade ausgelacht. Ich werde hier die ganze Zeit ausgelacht. Wer kennt den Film Manta Manta? Ich behaupte, jeder. Bei den Manta Manta Filmen bauen die so einen 16V-Motor in den Manta ein, dass der stärker ist. Und dann sehen die beim Rumfahren, bei der Probefahrt, was am Straßenrand liegen. Ich zeige euch jetzt, was am Straßenrand liegt. Jeder von euch weiß jetzt, okay, neuer Motor, Straßenrand, braucht nie für Traktion. Audi S2. Jetzt liegt hier eine Heizung drin. Micha, warum liegt hier die Heizung drin? Bestimmt nicht wegen der Traktion, weil wir haben hier Allradantrieb und kein Power. Tiefer. Genau. Das ist nämlich unser Problem, weil wir unsere Felgen drauf gemacht haben, der Reifenrollendurchmesser, Reifenumfang etwas kleiner ist, muss das Auto tiefer legen. Dadurch, dass ich aber wieder gespart habe, wir hier nur Tieferlegungsfedern drin haben mit Originalstoßdämpfer. Ich glaube, das sind H&R-Federn. Genau, H&R-Federn. Das sind H&R-Federn und das Auto hinten dann knapp einen halben Zentimeter bis Zentimeter zu hoch stand optisch. Also hinten Heizung rein, Lager ein bisschen tiefer. Das Auto fährt auch eigentlich ganz geil mit den Federn. Also von der Höhe her steht er jetzt meiner Meinung nach ganz gut. Problem ist, Serienstoßdämpfer auf Tieferlegungsfeder. Jeder von euch kennt das. Golf 1 zum Beispiel kannte ich das ganz oft. Schlägt gerne mal vorne durch. Normalerweise müsste ich auch mal wieder Geld in die Hand nehmen und ein ordentliches Fahrwerk kaufen. Aber da sind wir beim Thema. So viele Autos. Ich Taschenpfennig. Hab ja vorhin schon gezeigt, meine Tasche ist leer, weil die Felgen kann ich euch
ich sagen, das hat richtig Geld gekostet. Jeder von euch weiß, Dreiteiler BBS, was die kosten. Und Passat sind Dreiteiler BBS und hier sind auch Dreiteiler BBS. Und den 17 Zoll 5x112er Lochkreis, war geil, aber teuer. Wollte ich nur mal so erwähnen eigentlich. Gar keinen Sinn gerade, aber ich wollte die Heizung mal zeigen, weil ich hier ausgelacht wurde, warum da eine Heizung hinten drin liegt. Ich muss leider guten Morgen sagen, es ist ein nächster Tag. Also im Himmel einbauen, dachten wir, wäre mal eben. Habt ihr gesehen, war nicht mal eben. Aber Micha, jetzt mein Innenraum nahezu perfekt. Also ich würde sagen, das Auto steht von innen extremst gut da. 326.000 gelaufen, Ledersitze Taco, Himmel Taco und sogar die Jungs haben es noch geschafft, mein Radio einzubauen. Problem ist, das Radio war vorher in dem VW. Somit hat es blaue Beleuchtung, rot wäre gut gewesen, aber es hat halt blaue Innenbeleuchtung, passend für den VW. Ich weiß, dass das Radio auch in komplett rot-rot gab. Ich fand, dieses Radio passt zeitgemäß gut in dieses Auto rein. Das bedeutet, innenraumtechnisch ist der S2 für mich, was ich für dieses Auto empfinde, perfekt. Von außen ist er leider noch nicht. Ich mach mal Telefon, ne? Ich guck wieder an den Auto. Degenhardt, guten Morgen. Dieses Video ist ein bisschen chaotisch, ne, merke ich. Auf jeden Fall. Aber es macht nichts. Zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, fällt euch jetzt vielleicht auf. Micha, guck mal von hinten, guck mal auf das Heck. Ist mir gar nicht sofort aufgefallen. Rot gestreifte Rückleuchte mit einem Riss. Orangene Rückleuchte, vermutlich vom so wie viel Kratzer, wie sie hat, vom Verwerter, weil das Auto hat generell überall viele Macken. Es ist halt viel, viel Handlungsbedarf. Wenn ihr guckt, hier ein Kratzer. Hier eine Macke, ich weiß nicht, was einer früher mal mit dem S2 gemacht hat. Das Auto ist ja wie gesagt aus erster oder zweiter Hand. Da lag wahrscheinlich ein Schraubendreher hier drin, Haube auf, knack, ist die Haube umgeknickt. Also wie gesagt, lacktechnisch ist das Auto wirklich nicht schön. Aber für 326.000 Kilometer darf man ihn so lassen. Die Leisten hier unten, hier typisches, jeder der ein Audi S2 Problem kennt, da löst sich hier drin, ist eine Aluschiene, dieses Alu oxidiert, blüht quasi auf und drückt dann das Gummi beiseite. Meine Freundin hat die Leisten noch in nagelneu oben bei mir im Lager liegen. Ich wollte die schon mopsen, aber uiuiui, da gab es Ärger, wo ich nur die Leisten erwähnt habe, wie teuer die sind. Ich weiß gar nicht, ob du mal auf der Kamera drauf kriegst. Ich krieg sie mal, wenn ich Fotos mache. Guck mal, siehst du die Lackunterschiede? Hier ist mehr, also ich würde es hoffentlich nicht falsch sagen, mehr Silberanteil, mehr Pigment drin und hier ist es irgendwie dunkler. Der Kupferflügel wurde auf jeden Fall mal lackiert. Sieht man auch hier. Auf jeden Fall, der Kupferflügel ist irgendwie gräulicher, finde ich. So, Fazit zum S2 möchte ich jetzt mal gerne geben. Viele von euch werden jetzt sagen, Mensch Marco, statt 300 mal die Felgen umzubauen, hätte ich mir jetzt mal Geld in die Hand genommen, um Lack zu machen. Das ist richtig. Ja, Lack ist nicht so geil. Ich bin auch wirklich stolz darauf, dass ich ihn habe. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Und ich finde, deswegen sollte man das wertschätzen, was man hat und auch wenn es Gebrauchsspuren hat. Ich habe ja auch ein paar Gebrauchsspuren. Bin schon 40 Jahre alt. Was wir jetzt halt noch machen müssten, dass er besser fährt. Es gibt halt viele Sachen noch. Das Fahrwerk. Ihr habt gesehen, die Heizung im Kofferraum. Deswegen steht er jetzt vorne und hinten vom Fahrwerk her. Viele von euch werden jetzt sagen, fahrdynamisch ist okay, aber er müsste tiefer. Viele von euch sagen, der Kupferflügel müsste hier hin, genauso wie hinten. Er müsste halt flacher liegen. Das Problem ist, wenn ihr so ein Auto so richtig tief macht, geht das auf die Dynamik verloren. Das Fahrwerk muss halt ein gutes Fahrwerk sein. Hier ist jetzt halt typisch Marco, Low Budget, das bedeutet nur H&R Federn auf Serienstoßdämpfer. Und früher gab es geänderte Federteller, wo noch mal einen Zentimeter runter ging. Dann wird das Ding nur noch durchschlagen. Es fährt jetzt schon meiner Meinung nach fahrwerkstechnisch grenzwertig, weil die Federn schon zu tief sind für die Radreifenkombi oder generell für den Originalstoßdämpfer. Das bedeutet, man müsste mal ein ordentliches Fahrwerk kaufen. Aber dann fängt es vorne an. Neues Fahrwerk kaufen, viel Geld für ein gutes Fahrwerk. Weiß ich, lohnt sich mit Sicherheit. Das Auto wird halt nicht mit mir über die Nordschleife fahren, sondern ich freue mich, ihn morgens zu sehen. Der Wagen ist komplett original, außer Software und da haben wir schon probiert und irgendwie macht es mich doch nicht so richtig glücklich. Ansprechverhalten des Laders ist gut, klar, Serienturbolader, aber oben raus ist irgendwie tote Hose, also da passiert gar nichts mehr. Der braucht mal so eine blaue Pille, dass immer was geht. Die blaue Pille in dem Fall ist der Turbolader. Haben wir auch schon eingeleitet, weil wir waren bei der Ladermanufaktur beim Flo, der hat den Originallader, das ist nämlich mein Ziel, von mir einen zweiten Originallader bekommen und ich habe gesagt, ey Flo, geht nicht irgendwie, dass obenrum ein bisschen mehr Feuer kommt, das Ganze in dem Original
Turbogehäuse. Also nicht RS2-Lader, dann upgraden, sondern den originalen K24-7000, so heißt das Ding, den mal aufarbeiten. Sprich, anderen Verdichter, Abgasseite, vielleicht was verändern, ein bisschen was vergrößern, was aufdrehen. Knapp über 300, 350 PS aus Serienoptik. Also sprich, Haube auf, alles muss serienmäßig aussehen. Das wäre mein Ziel. Und wenn wir höher gehen würden mit der Leistung, dann heißt es auch, Pleuele ändern. Also sprich, da müssten wir den Motor aufmachen. Und ich kenne das, wenn ich das anfange, dann will ich noch mehr, dann will ich noch mehr, dann will ich noch mehr. Und schon ist es kein Straßenauto mehr. Und das möchte ich umgehen. Von daher, Upgrade Turbolader wird kommen. Vielleicht irgendwann mal Upgrade Fahrwerk, aber das ist erstmal mir jetzt nicht so wichtig. Lacktechnisch, wie gesagt, ganz schwieriges Thema, weil ganz, ganz früher hat man beim Lackierer 100 Euro pro Bauteil bezahlt. Also sprich, Kupferflügel lackieren, Huni, Stoßstangen lackieren, Huni. Das war gerade so D-Mark-Euro-Wende. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, zack, waren irgendwie 1100 Euro oder 1200 Euro, wenn man selber zerlegt. Ich glaube, heute eine Komplettlackierung unter 3500 Euro, glaube ich, wie gesagt, das ist Vermutung, weil ich gar nicht mehr frage, ist gar nichts mehr machbar. Ich sage immer ganz klar, ich bin stolz, ein Auto zu haben und auch andere S2s, die Gebrauchsspuren haben. Seid stolz, dass ihr einen habt. Er muss nicht perfekt sein. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, viele werden mich jetzt fragen, hey Marco, sprich mal hier, was kostet was? Himmel beziehen lassen, kann ich euch sagen. Ich habe bezahlt 350 Euro für den Himmel beziehen lassen. Habe es selber ausgebaut. Mir wurde dann gesagt, weil ich gefragt habe, hey, können wir dir nicht über die Schulter schauen? Nee, sagt er, geht nicht, Marco. Von 350 bis 500 Euro. Je nach Aufwand, das ist nur mal so noch nebenbei erwähnt, was das Ganze gekostet hat. Dein Himmel muss auch raus. Und bei deinem Auto ist es, wenn ich das meinen Jungs machen lasse, die Junge, die nehmen dir die Kamera und wickeln dir die um den Hals. Ich glaube, ich drücke mich noch ein bisschen davor, vor deinem Himmel. Der sieht noch ganz gut aus. Micha, ich bin weg. Ich war's nicht. Nein, nein, geh weg mit deinem Himmel. Ey, weg, weg. Wir hauen ab, bevor du wirklich deinen Himmel haben willst. Ich will meinen Himmel wirklich haben. Ja, du hast einen Himmel. Film nach oben.